The noise? What mean? What? What? The nosy rosy. Nosy rosy. Wieder Donnerstag. Ich habe dieses Video vorgedreht und bin jetzt gerade in Sri Lanka. Das war echt ganz schön komisch, die ganze Zeit nicht zu drehen. Bin schon ein bisschen auf Entzug jetzt auch. Hallo ihr lieben Nosy Rosies, ich bin wieder da, ich bin zurück. Ich war einen Monat in Sri Lanka und bin da durch die Gegend getourt mit meinem Rucksack und habe eine Organisation besucht, die eine Organisation, Frauen nähen in Sri Lanka Kleidung, die in Europa verkauft wird zu einem Fair Trade Verhältnis Projekt. Sehr, sehr interessant. Unglaublich tolles Projekt, unglaublich tolle Erfahrung. Ich bin viel mit meinem Rucksack rumgereist, hab mein Motorrad gemietet und bin einfach drauf losgefahren. Hab einfach mal richtig viele tolle Erfahrungen gesammelt und hab Wale gesehen, Affen, war im Dschungel, ich habe so viel abgefahren, Zeug erlebt. Ja, und bin jetzt wieder zurück in Deutschland. Ich bin immer noch ein bisschen, ich bin noch nicht ganz da, aber es liegt auch daran, dass irgendwie alles noch nach Ananas riecht, weil ich mega viel Früchte und so mitgebracht habe und irgendwie deshalb kommt noch nicht das Berlin-Feeling auf, weil alles noch so nach den ganzen geilen Gewürzen. Ich habe erstmal 4 Kilo Gewürze eingekauft. Aber mehr zu dem Projekt und der Reise in Sri Lanka habe ich einfach gedacht, mache ich auf unseren eigenen Kanal Kaffeeschalen und da werde ich einfach irgendwie noch mal ein paar Videos von so süßen Elefanten und so reinpacken und genau, so viel dazu, denn es ist irgendwie getrennt. Ja, ich bin wieder da, aber ohne Jana. Jana hat sich heute tätowieren lassen, aber das ist nicht der Grund, warum sie nicht dabei ist, sondern sie hat einfach, wir haben es einfach mal wieder nicht geschafft, aber nächste Woche schaffen wir es tatsächlich. Sie hat halt momentan mega viel zu tun wegen ihrer Ausbildung und so und deshalb habe ich mir, ich wollte es mir nicht nehmen lassen, auf jeden Fall endlich wieder ein Video zu machen. Boah, ich habe so vermisst, Mann. Übrigens, Mann, ich bin so froh, wieder da zu sein. Okay, so Nosy Rosy. Wochenthema lautet Outing am Arbeitsplatz bzw. in der Schule. Das war bei Jana und mir vor allen Dingen in der Schule ähnlich, da wir uns zusammen geoutet haben, weil wir zusammengekommen sind als Paar. Das war ein bisschen kompliziert, da Janas Vater der Lehrer oder ein Lehrer an der Schule war, mein Lehrer zu dem Zeitpunkt noch. Wir haben in einer Kleinstadt gelebt, das hat sich also so krass rumgesprochen. Einfach einer hat gesagt, lesbisch, alle wussten es. Das war echt schon richtig scheiße, weil zu dem Zeitpunkt, ich war 17. Es war mir vor allen Dingen in der Kleinstadt, war es mir total wichtig, was die anderen Leute von mir denken. Das war einfach für mich die Welt, so der Ruf und das Ansehen und so. Deshalb hat es mich echt total geschockt, dass viele sich auch irgendwie distanziert haben, nachdem das rauskam. Das fand ich echt scheiße. Aber das hat sich irgendwie so entwickelt, also dass an dieser Erfahrung, dass sich Leute wirklich distanziert haben, kann man einfach aussortieren. Das hört sich bitter an, aber man kann einfach die Leute, die einen wirklich aufgrund der Sexualität nicht so akzeptieren, die kann man einfach nur winkend davon begleiten. Nein, aber damit kannst du nichts anfangen, wenn die Leute dich nicht so mögen, wie du bist. Was willst du damit? Tut mir leid, aber dann kannst du dich eigentlich entweder nur verstellen, komplett, dein ganzes Leben lang, um ihnen zu gefallen, oder du bist einfach so, wie du bist und die Leute mögen dich so, wie du bist. Tipps fürs Outing in der Schule, falls du dich irgendwann outen solltest in deiner Schule und dich unsicher fühlst.
erstens soll man einfach, also es spricht sich sowieso schnell rum, egal wem du es als erstes anvertraust. Es spricht sich in einer Schule einfach immer schnell rum. Sammle die Erfahrung, dass du guckst, welche Leute dich immer noch genauso mögen. Die Leute, die sich distanzieren, auch wenn du es voll schade findest, wie gesagt, weil sie dir eigentlich was bedeuten. Da musst du einfach irgendwie deine Erfahrung machen, ob du jetzt mit den Leuten weiter befreundet bleiben möchtest oder nicht. Also es ist bitter, wenn der Kontakt abbricht, obwohl ihr Freunde seid, aber du weißt auf jeden Fall dann, wer die wahren Freunde sind. Am Arbeitsplatz. Bei mir war das so, die erste Arbeit, die ich quasi gemacht habe nach dem Abi, nachdem wir aus Spanien wiedergekommen sind, war eine Arbeit an einem Filmset. Ich habe zu dem Zeitpunkt was mit einem Mädchen aus dem Team angefangen und habe mir dann somit quasi diese Vorstellungsrunde, hey, ich bin lesbisch, total gespart, weil alle sofort wussten. Jana hat allerdings bei ihrer Ausbildung, also in der Schule, hat sie in der Vorstellungsrunde, ey, das bewundere ich bis jetzt immer noch, hat es einfach rausgehauen. Übrigens, ich bin lesbisch. Ey, krass. Ich weiß nicht, ob ich sowas könnte. Doch, bestimmt, aber es würde mich schon Überwindung kosten. Und Jana ist da halt einfach so eine, die sagt, Leute, wisst ihr was, ich bin sowas von lesbisch. Das ist also sehr, also Respekt. Also, aber bei jedem Job, der jetzt kommen würde, würde ich mich auf jeden Fall outen. Aber das ist, ich wohne in Berlin, also da ist eigentlich jeder lesbisch oder schwul oder zumindest bi. Da kann man eigentlich gar nicht anders. Das heißt, ja, aber wenn du in einer Kleinstadt wohnst, dann würde ich mich da auf jeden Fall erstmal rantasten. Wie, wenn du zum Beispiel halt, wie gesagt, so ein Laubfeuer damit entfachen kannst, musst du halt gucken, ob du irgendwie dafür bereit bist, dich damit auseinanderzusetzen, dass Leute sich auch von dir distanzieren könnten oder ob du es nicht bist. Ich freue mich schon voll, das nächste Video mit Jana zu machen. Ich habe Jana übrigens die Haare abrasiert. Schock! Wenn ihr unbedingt wollt, wissen wollt, wie Jana jetzt aussieht. Nein, ich habe nur eine Seite. So voll Berliner Style, so modern und so. Ich habe nämlich eine Haarschneidemaschine aus Sri Lanka mitgebracht und habe einfach mal die ganze Seite. Aber es sieht ganz cool aus, könnt ihr euch dann ein Bild so machen. Nächsten Donnerstag. Okay, jetzt noch eine Frage. Denise hat in ihrem Video davon erzählt, von einer Vorstellungsrunde, wo jeder einen Gegenstand mitbringen sollte, mit dem er sich identifiziert. Bei mir wäre es ganz klar das Mikrofon oder so ein Stereofon. So ein, haben Jana und ich tatsächlich letztens eins auf der Straße gefunden. Vorgestern oder so. Und dann habe ich es tatsächlich vor dem Kaffee stehen lassen. Ich dachte so, nimm ich mal lieber nicht mit rein, so ein Ding, so, weißt du? Mit Alarm, so. Ich glaube, mit so einem Gegenstand würde ich mich identifizieren. Man kann es ja auch leiser machen, lauter. Man kann Musik einschalten und man kann Alarm einschalten. Ja, ich glaube, sowas bin ich, wenn ich ein Gegenstand bin. Genau, die Frage ist, was für ein Gegenstand seid ihr? Schreibt es als Kommentar, das interessiert mich voll, das ist voll die geile Sache. Voll lustig, oder? Okay, ja, das war's schon wieder. Ja. Wir sehen uns nächsten Mal. Ich bin Lea Wilhelmina de Nois Reus. Ja?